freue mich, hier zu sein und ich versuche, mein Bestes zu tun, möglichst verständlich komplexe Sachverhalte zu vermitteln. Und dass die Sachverhalte komplex sind, das ist auch etwas, was wir in den letzten Jahrzehnten in der Forschung gelernt haben und auch lernen mussten. Ich komme aus Osnabrück, ich leite die Abteilung Neurobiologie dort. Forschungsarbeit wird immer in einem Team durchgeführt. Deswegen möchte ich in meinem ersten Dia auch gleich das Team, was in meiner Arbeitsgruppe arbeitet, Ihnen vorstellen. Der Hauptschwerpunkt unserer Arbeit ist, dass wir versuchen, mit modernen mikroskopischen Methoden, hier sehen Sie zum Beispiel ein Laser-Scanning-Mikroskop, versuchen, einzelne Nervenzellen sichtbar zu machen und die Verschaltungen der Nervenzellen dann aufzuklären, insbesondere im Hinblick auf die Veränderung, die während der Krankheit passieren. Und ein Beispiel dafür sehen Sie hier in der rechten Seite, das wären zwei Nervenzellen, die ein grünes Protein produzieren und auf diese Weise kann man sie bis in ihre Verästelungen sichtbar machen. Ich hoffe, dass Sie mich alle gut verstehen können, das ist der Fall. Was ich mit Ihnen heute tun möchte, ist Ihnen den Stand des Wissens in der Forschung zur Alzheimer-Erkrankung zu vermitteln. Und ich möchte insbesondere darauf eingehen, was hinter der Alzheimer-Krankheit steht und hinter im Sinne von, was sind die grundlegenden Mechanismen, die der Erkrankung zugrunde liegen. Also nicht nur das, was wir dann später sehen in Form der Symptome bei den Patienten, sondern was die Veränderungen sind im Gehirn und was die molekularen Mechanismen sind, die hier eine Rolle spielen. Ich möchte dabei auch erarbeiten, was wir gegenwärtig wissen und, sehr wichtig, fast noch viel wichtiger, gerade im Zusammenhang der Förderung der Forschung, welche Fragen noch offen sind. Und in dem Kontext natürlich auch etwas darauf eingehen, wozu brauchen wir überhaupt Grundlagenforschung, um so etwas wie die Alzheimer'sche Erkrankung zu verstehen. Die Alzheimer'sche Erkrankung und Demenzen im Allgemeinen kommen glücklicherweise immer mehr ins öffentliche Bewusstsein, was auch dadurch dokumentiert wurde, dass erst kürzlich, im letzten Monat, in Genf die erste WHO-ministeriale Konferenz stattgefunden hat, um über globale Aktionen gegen die Alzheimer'sche Erkrankung zu beraten. Und dort wurde ausdrücklich festgestellt, dass es notwendig ist, hier mehr Ressourcen hereinzustecken, also auch genau das, was die Alzheimer-Forschungsinitiative im Rahmen von Deutschland versucht. Sie haben Herrn Alzheimer bereits kennengelernt. Er ist der, der die Krankheit als erstes an der Patientin Auguste D. beschrieben hat. Ich möchte bei der Gelegenheit vielleicht auch betonen, dass er, als er den Vortrag in Tübingen gehalten hat, auf einem wissenschaftlichen Kongress, es keine einzige Frage zu seinem Vortrag kam. Und wenn keine Frage kommt, heißt das für uns Wissenschaftler in der Regel immer was sehr Schlechtes, dass ihn entweder keiner verstanden hat oder dass keinen das interessiert hat, was er erzählt hat. Und vermutlich war das Letztere der Fall gewesen, weil das war die Zeit, wo die Menschen sich hauptsächlich über Freud unterhalten haben, über die Traumdeutung. Und das war modisch gewesen. Und Alzheimer-Erkrankung, hieß es, das ist eine exotische Erkrankung, die vielleicht einen Patienten, eben die Auguste D. hier betrifft, aber ansonsten keine größere Bedeutung hat. Und da hat sich die Zuhörerschaft gewaltig geirrt, wie dann eben in der Folge deutlich wurde. Heute weiß man, dass die Alzheimer'sche Erkrankung die häufigste Ursache für Demenz bei Älteren ist. Man weiß, dass es eine typische altersabhängige Erkrankung ist, dass das Risiko sehr stark mit dem Alter ansteigt und dass das Alter der Hauptrisikofaktor für die Erkrankung ist. Da werden wir auch später noch ein bisschen drauf eingehen. Man geht davon aus, dass etwa 40% aller über 80-Jährigen an der Krankheit leiden. Das sind 20 Millionen, wahrscheinlich mehr als 20 Millionen Patienten weltweit. Die Mehrzahl der Fälle ist spontan. Sie wird als Late-Onset-Fälle bezeichnet. Das heißt, der Start der Erkrankung erfolgt erst in höherem Lebensalter.
Spontan in diesem Sinne heißt, dass kein genetischer Faktor bekannt ist, der für die Krankheit oder für diese, dass die Krankheit bei diesen Patienten ausbricht, verantwortlich ist. Eine kleine Anzahl, etwa 5%, ist familiär. Diese Erkrankungen sind häufig sehr aggressiv. Familiär heißt, sie treten gehäuft in einzelnen Familien auf. Und das deutet darauf hin, dass eine genetische Ursache dafür da ist. Und die Gene, die dafür verantwortlich sind, sind zum Teil auch identifiziert worden. Auch dort, darauf werden wir etwas noch eingehen später. Diese Erkrankungen treten häufig sehr früh auf, sehr aggressiv auf. Deswegen werden sie als early onset, als früh beginnend bezeichnet. Und man muss auch immer wieder betonen, dass immer noch keine ursächliche Behandlung gegen die Erkrankung möglich ist. Das ist eine symptomatische Behandlung, die eingesetzt wird. Das heißt, man kann die Symptome etwas abmildern, aber man kann nichts tun, um wirklich die Ursachen der Erkrankung anzugehen. Sie haben vorhin im Film gesehen, dass bereits Alois Alzheimer zwei Abnormalitäten im Gehirn der Patienten gesehen hat. Nämlich zum einen die senilen Plaques, und zum anderen eine Struktur, die er als Neurofibrillenbündel bezeichnet hat. Ich möchte den Begriff Neurofibrillenbündel nicht verwenden, weil er irreführend ist. Ich möchte ihn ersetzen durch den Begriff Alzheimerfibrillen. Und diese beiden Abnormalitäten, fehlerhafte Veränderungen im Gehirn von Patienten, hat man seitdem immer wieder gefunden. Und hier sehen Sie, Verzeihung, ein Beispiel für einen entsprechenden Hirnschnitt, den sich die Ärzte anschauen und an dessen sie dann auch die Krankheit letztlich diagnostizieren können, leider erst nach dem Tod der Patienten. Was Sie hier sehen, sind genau diese senilen Plaques, die außerhalb der Zellen vorliegen. Hier ist ein zweiter von diesen senilen Plaques und innerhalb der Nervenzellen, das sind diese dunklen Strukturen hier, da sehen Sie eben diese Alzheimer-Fibrillen. Und eine wichtige Frage in der Forschung, die aber auch therapeutische Konsequenzen haben kann und haben wird, ist, wie diese beiden Abnormalitäten eigentlich miteinander zusammenhängen. Und das versucht eine Hypothese zu erklären, die mittlerweile viel Zulauf gefunden hat und wo die meisten Alzheimer-Forschung der Meinung sind, dass sie zumindest partiell korrekt ist. Und das möchte ich mit Ihnen auch ein bisschen noch entwickeln. Und das ist die sogenannte Amyloiden-Kaskadenhypothese. Und diese Amyloid-Kaskadenhypothese geht davon aus, dass diese beiden Abnormalitäten irgendwie miteinander verknüpft sind, dass nämlich die Bildung dieser senilen Plaques, diese Alzheimer-Fibrillen, die Bildung dieser Alzheimer-Fibrillen induziert und dass dann die Alzheimer-Fibrillen dazu führen, dass es zum Verlust der Kommunikationsstellen zwischen den Nervenzellen kommt, den Synapsen, dann als Folge davon zum Absterben von Nervenzellen, was dann schließlich in der Demenz resultiert. Und dieses massive Absterben der Nervenzellen, das hat es vor einiger Zeit sogar mal auf das Titelbild des Time Magazine gebracht. Zu der Zeit hat Queen Mum noch gelebt, hat nichts mit Alzheimer-Erkrankung zu tun, das ist eine reine Koinzidenz hier. Sie sehen hier auf der rechten Seite ein Computertomogramm eines normalen Gehirns und auf der linken Seite sehen Sie das Gehirn eines Alzheimer-Patienten im fortgeschrittenen Zustand. Und Sie können hier regelrecht Löcher im Gehirn sehen. Also hier ist es zu einem massiven Absterben von Nervenzellen gekommen. Und die Folge davon, das haben wir vorher gehört, ist die Demenz, die eben Alois Alzheimer zum Beispiel bei Frau Auguste D. Gefunden hat. Was kann man symptomatisch gegen die Erkrankung tun? Es gibt zwei Medikamente, die heute eingesetzt werden. Das sind zum einen die Memantine. Die Funktion der Memantine ist, dass man versucht, durch Bindung an die Oberflächenproteine der Nervenzellen, an einige Oberflächenproteine der Nervenzellen zu verhindern, dass diese Nervenzellen absterben. Und die zweite symptomatische Behandlungsmethode, ist die Gabe von sogenannten Acetylcholin-Esterase-Hämmern. Die Idee dabei ist, dass man die Menge
eines Botenstoffes dadurch erhöht, dass man den Abbau dieses Botenstoffes verhindert und die Menge dieses Botenstoffes, die verringert sich deswegen, weil die Nervenzellen absterben, die diesen Botenstoff produzieren. Wie heißt das? Das ist zum Beispiel Rivastigmin, das ist zum Beispiel Donepezil, Sie haben die Frage gestellt, Donepezil und es gibt noch einige andere Handelsnamen dazu. Wir werden noch später mehr darüber hören. Gut. Aber was Sie sehen hier, ist, dass diese Ansatzpunkte sehr weit unten hier in dieser Kaskade passieren. Dass sie also letztlich nur symptomatisch auch wirken können, dass wenn wir ursächlich was gegen die Erkrankung tun wollen, dass wir eigentlich hier viel weiter oben ansetzen müssen. Und letztlich sind es genetische oder Umweltfaktoren, die vermutlich dann eben diese Bildung der senilen Plaques auslösen. Genetische Faktoren eben, wie wir gehört haben, bei den familiären Formen der Erkrankung und die Umweltfaktoren dann eher bei den spontanen Formen der Erkrankung. Wir wissen heute, dass die Amyloid-Kaskaden-Hypothese vermutlich im Prinzip korrekt ist, dass einige Aspekte aber falsch sind oder zumindest modifiziert gehören. Und ein Aspekt ist, dass es hier die senilen Plaques sind, die die Krankheit hervorrufen. Das kam einfach daher, dass das die Struktur ist, die man gesehen hat. Und normalerweise denkt man sich immer, wenn sowas so auffällig ist, dann ist das letztlich auch die Ursache für die Erkrankung. Aber das ist nicht der Fall. Sondern es sind, wie Sie auch in dem Film gesehen haben, Vorläufer davon, nämlich die sogenannten Beta-Amyloid-Oligomere, die man gar nicht sieht in diesen klassischen Hirnschnitten. Das heißt also, wir müssten eigentlich hier den Punkt senilen Plaques durch die Beta-Amyloid-Oligomere ersetzen. Und dasselbe gilt auch für die Alzheimer-Fibrillen, die aus einem Protein mit dem Namen Tau, wie Sie gehört haben, produziert werden. Auch hier sind es wahrscheinlich nicht die Fibrillen, die das Problem darstellen und die letztlich giftig sind und dazu führen, dass die Zellen absterben, sondern es sind Vorläufer davon, nämlich Oligomere, kleinere Tau-Oligomere, die man auch nicht mikroskopisch sehen kann. Auch mechanistisch ist einiges nicht ganz korrekt und leider auch nicht alles korrekt, was sie in dem Film gesehen hat, was auch darauf hindeutet, dass die Forschung in der Arbeit ist und dass eben die entsprechenden Ergebnisse ständig auch modifiziert gehören. Aber dazu ist eben auch eine Organisation wie die Alzheimer Forschungsinitiative da, um die entsprechende Forschung zu unterstützen. Sie haben gehört in dem Film oder gesehen, dass das Tau-Protein in der normalen Form an Mikrotubuli bindet und dass diese Bindung an die Mikrotubuli stabilisiert. Und wenn als Folge der Erkrankung Tau sich von der Mikrotubuli-Oberfläche löst, dass das dann dazu führt, dass die Mikrotubuli zusammenbrechen, zerfallen und dass das wichtig ist für den Krankheitsverlauf. Das scheint in dieser Form nicht korrekt zu sein. Der Zusammenbruch der Mikrotubuli wird nicht dadurch verursacht, dass die Tau-Proteine von der Mikrotubuli-Oberfläche abfallen. Und das ist auch Teil des Forschungsprojektes gewesen, das ich vor 16 Jahren im Rahmen einer Förderung der AFI durchgeführt habe. Wir konnten zeigen, dass hier andere Mechanismen eine Rolle spielen. Mittlerweile kennt man zum Beispiel auch Mausmodelle, die überhaupt kein Tau-Protein mehr haben, die aber trotzdem intakte Mikrotubuli haben, was also nicht mit dieser Arbeitshypothese übereinstimmt, dass durch den Verlust von Tau-Protein von der Mikrotubuli-Oberfläche dann plötzlich die Mikrotubuli zerfallen würden. Das heißt, die modifizierte Amyloid-Kaskaden-Hypothese sieht so aus, wie wir das hier sehen. Wir haben also hier die Beta-Amyloid-Oligomere, deren Bildung hervorgerufen wird durch genetische oder Umweltfaktoren, die dann vermutlich auf Tau-Oligomere oder auf die Bildung von Tau-Oligomeren wirken. Das führt dann zum Verlust von Synapsen, zum Absterben von Nervenzellen und zur Demenz. Wie kann man solche Abläufe überhaupt untersuchen? Eine Methode, das zu untersuchen, was wir auch in unserem Labor machen, ist, dass man das an einem Modell untersucht.
Und eines der häufigsten Modelle, mit denen man diese Arbeiten durchführt in der biomedizinischen Forschung, ist, dass man mit Mäusen arbeitet, weil in manchen Aspekten Mäusen relativ nahe am Menschen sind. Und was kann man hier machen? Man kann sozusagen transgene Mäuse produzieren, Mäuse, die eine zusätzliche Komponente haben, die nämlich aus Patienten mit der Alzheimerschen Erkrankung kommt, sodass diese Mäuse dann Beta-Amyloid-Oligomere, und zwar menschliche Beta-Amyloid-Oligomere, produzieren. Wie gesagt, das wird als in diesem Fall transgene Mäuse bezeichnet, die für eine familiäre Form der Alzheimer-Erkrankung transgen sind. Und diese Mäuse, und das konnten wir und viele anderen, auch in verschiedenen Pharmaunternehmen, konnte das gezeigt werden, dass diese Mäuse diese senilen Plaques produzieren, in diesem Fall in höherem Lebensalter, aber sie produzieren auch größere Mengen von Beta-Amyloid-Oligomere. Also insofern spiegeln sie einen Teil der Pathologie wider, der Veränderungen wider, wie sie eben typisch sind für die Alzheimer'schen Erkrankung. Und diese Mäuse kann man dann weiter untersuchen. Man kann schauen, wie sind die Veränderungen bei diesen Mäusen? Kommt es zu Veränderungen bei den synaptischen Kontakten, bei der Kommunikation zwischen Nervenzellen, oder sterben auch die Nervenzellen ab, wie wir das bei der Erkrankung kennengelernt haben? Und wie kann man sowas untersuchen? Ich möchte Ihnen hier einfach einen kleinen Einblick auch in die Forschung geben und wie man überhaupt solche Fragen angehen kann. Man kann das mit einem Trick machen. Man kann Mäuse nehmen, die einen grünen Faktor produzieren und auf diese Weise grün aufleuchten, wie Sie das hier sehen können. Und wir können uns dann Mäusegehirne anschauen oder einen Teil des Mäusegehirns, der für Gedächtnisvorgänge verantwortlich ist, also die Struktur, die auch im menschlichen Gehirn verändert wird, wenn es zum Auftreten der Alzheimer'schen Erkrankung kommt. Und wir können dann mikroskopisch versuchen, uns die einzelnen Nervenzellen immer näher anzuschauen. Hier sehen Sie einen Überblick über eine Hirnstruktur. Diesen kleinen Bereich hier, den vergrößern wir hier. Hier können Sie bereits hier einzelne Nervenzellen sehen. Wir vergrößern hier weiter in diesem Bereich. Hier können wir einzelne Ausläufer dieser Nervenzellen hier sehen. Und wenn wir noch weiter reinzoomen, können wir hier einen Abschnitt von diesen Nervenzellausläufern sehen. Und was Sie sehen, wenn Sie genau hinschauen, sind hier kleine Ausstülpungen. Und diese kleinen Ausstülpungen, das sind die sogenannten Dornen oder dendritischen Dornen. Und jede einzelne von diesen kleinen Ausstülpungen hier repräsentiert einen Input, einen synaptischen Input, eine Synapse, also eine synaptische Verbindung zwischen Nervenzellen. Man kann hier also direkt sehen, ob die Kommunikation zwischen den Nervenzellen verändert wird. Ob hier auf der Ebene der Dornen zum Beispiel es zu einem Verlust von Dornen kommt, im Verlauf der Erkrankung im Tiermodell, eben im Tiermodell der Maus. Und das sehen Sie hier, wie wir das dreidimensional rekonstruieren können. Das wäre hier ein entsprechendes kurzes Segment von einem entsprechenden Zellausläufer. Hier sehen Sie die kleinen Ausläufer hier. Sie erinnern sich, jeder dieser kleinen Ausläufer, jeder dieser kleinen Dornen repräsentiert einen Input, eine Kommunikationsstelle von einer anderen Nervenzelle. Und wenn die andere Nervenzelle auch grün markiert ist, wie das hier der Fall ist, können wir sogar hier eine Synapse sehen. Also an dieser Position kommunizieren die beiden Nervenzellen miteinander. Können wir also wunderbar sichtbar machen und können hier also sehen, ob es zu Veränderungen kommt. Die Frage ist natürlich, kommt es denn überhaupt zu Veränderungen? Und die Antwort ist ja, es kommt zu erstaunlich ausgeprägten Veränderungen. Wenn wir uns nämlich Mäuse anschauen, die entweder diese Beta-Amyloid-Oligomere nicht mehr produzieren oder die diese Beta-Amyloid-Oligomere produzieren, also die transgenen Mäuse. Und was Sie hier sehen, wenn Sie die Kontrollmäuse hier vergleichen mit unseren transgenen Mäusen, ist, dass hier diese Dornen in ihrer Anzahl verringert sind, drastisch verringert sind. Es kommt also zu einem Verlust der Kommunikationsstellen. Die Nervenzellen kommunizieren nicht mehr so gut miteinander, was dann auch zu Funktionsverlusten führt, zu Gedächtnisproblemen führt, in diesem Fall im Mausmodell. Und Sie sehen noch einen zweiten Aspekt, der uns sehr spannend erscheint, ist, dass der
dass diese Synapsen nämlich nicht nur verloren gehen oder diese Dornen nicht nur verloren gehen, sondern dass sie hier auch ihre Form verändern. Und das hat etwas damit zu tun, dass sie offensichtlich nicht mehr so gut arbeiten. Dass Gedächtnisvorgänge, die hier repräsentiert werden, auf der Ebene der einzelnen Verbindungen zwischen Nervenzellen nicht mehr so gut ablaufen können. Und das können wir hier eben direkt sichtbar machen. Aus diesen Experimenten kann man dann zum Beispiel auch schließen, dass ein weiterer Aspekt dieser Amyloid-Kaskaden-Hypothese nicht korrekt ist. Wir wissen nämlich mittlerweile, dass für den Verlust von Synapsen die Tau-Oligomere gar nicht mehr notwendig sind, sondern dass das direkt offensichtlich durch die Beta-Amyloid-Oligomere geschieht. Das heißt also, die Hypothese, die Amyloid-Kaskaden-Hypothese, wie sie sich heute darstellt, ist, dass wir hier die Beta-Amyloid-Oligomere haben, die direkt für einen Verlust von Synapsen verantwortlich sind. Und wir haben hier diesen Kaskadenweg, dass die Beta-Amyloid-Oligomere Tau-Oligomere oder die Bildung von Tau-Oligomeren induzieren, die dann zum einen zu Veränderungen der Nervenzellen führen, zu Veränderungen der Nervenzellen in ihrer Form und damit auch die Kommunikation verändern, aber auch zum Absterben von Nervenzellen führen, auch zum Abbau von Mikrotubuli führen, wie wir vorher gehört haben, aber nicht dadurch, dass diese Tau-Moleküle sich von der Mikrotubuli-Oberfläche ablösen. Das heißt also, offene Fragen hier, für die wir Grundlagenforschung brauchen, die Instrumentarien sind da, wie ich Ihnen versucht habe darzustellen, sind hier. Wie kommt es eigentlich dazu, dass die Beta-Amyloid-Oligomere hier die Bildung von Tau-Oligomeren induzieren? Und was passiert dann hier unten? Was sind die Mechanismen, die letztlich zu einem Zusammenfall des Zellskeletts führen und zu einem Absterben der Nervenzellen? Und wenn man hier interferieren kann, wenn man hier medikamentös etwas erreichen kann, dann hat man auch möglicherweise Methoden, um dem Fortschreiten der Erkrankung entgegenzuwirken. Ein Aspekt sollte man dabei immer berücksichtigen, der ist, dass es eine sehr lange präsymptomatische Phase der Erkrankung gibt, die also über Jahrzehnte erfolgen kann und dass erst ganz am Schluss die Patienten in eine symptomatische Phase eintreten, wo sie dann tatsächlich ihre Demenzsymptome entwickeln. Aber vermutlich passiert sehr viel in dieser präsymptomatischen Phase, nämlich praktisch alles, was hier oben stattfindet. Medikamentöse Ansätze heute, auch verschiedene medikamentöse Experimente, die durchgeführt wurden, die haben zum Teil hier oben eingesetzt. Es wurde versucht, die Bildung von Beta-Amyloid-Oligomeren zu hemmen. Es wurde zum Beispiel versucht, einen Immunisierungsansatz hier durchzuführen, um die Menge an Beta-Amyloid-Oligomeren zu verringern. All das war nicht von Erfolg gekrönt bisher. Vermutlich war eine Ursache dafür, dass man viel zu spät damit begonnen hat, dass nämlich, wenn die Veränderungen hier unten bereits eingetreten sind, es gar nicht mehr so viel nützt, wenn man hier oben dann noch versucht, irgendetwas zu verändern. Also ein Ansatzpunkt ist, dass man möglichst früh interferiert, dass man möglichst früh hier in dieser präsymptomatischen Phase etwas tut. Und das, was auch deutlich geworden ist in den vergangenen Jahren, ist, dass die Amyloid-Kaskaden-Hypothese wahrscheinlich zwar richtig ist, aber sehr simplifiziert ist. Es gibt andere Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Genetische Risikofaktoren, die man mittlerweile kennt, Entzündungsvorgänge, die dabei eine Rolle spielen und Alterung im Allgemeinen und altersabhängige Veränderungen, sodass es hier zu einem komplexen Wechselspiel kommt zwischen den Umweltfaktoren und diesen weiteren Risikofaktoren bzw. anderen Faktoren. Und da ist man trotz intensiver Forschung gerade erst dabei, die Zusammenhänge zu verstehen und langsam auch in Modellsystemen aufzuklären, sodass möglicherweise in der Zukunft auch hier Ansatzpunkte für eine Therapie generiert werden können. Entzündung von was und welcher Lokalität? Hirn. Sie haben Entzündungen im Gehirn und fast alle neurodegenerativen Erkrankungen sind von Entzündungsvorgängen begleitet, die man zum Beispiel daran ersehen kann, dass eine bestimmte Form oder eine bestimmte Art von Zellen sich vermehrt und sehr stark im Gehirn präsent ist. Das sind die sogenannten Astrozyten.
Das ist immer ein Zeichen dafür, dass es hier zu Entzündungsvorgängen kommt. Und dann werden verschiedene Substanzen freigesetzt von diesen Zellen, die Nervenzellen schädigen können. Und insbesondere, wenn diese Zellen ohnehin schon vorgeschädigt sind im Verlauf der Erkrankung, kann das dann den Auslöser dafür sein, dass die Zellen gewissermaßen über den Rand geschubst werden und absterben. Das heißt also, das sind alles Ansätze, wo man langfristig versuchen kann zu modifizieren, zu modulieren, um den Nervenzellen ein möglichst langes Überleben auch zu gönnen und zu ermöglichen. Das heißt, was kann man überhaupt tun? Man kann verschiedene Dinge tun, man kann versuchen, hier diese Umweltfaktoren positiv zu beeinflussen. Man weiß heute, dass eine gesunde Ernährung dazu führt, dass das Risiko, Alzheimer krank zu werden, sinkt. Man sollte viel Gemüse essen zum Beispiel. Vermutlich spielen auch antioxidative Substanzen, die also Alterungsvorgängen entgegenwirken können, dabei eine große Rolle. Man weiß heute, dass auch Übergewicht im mittleren Lebensalter ein starker Risikofaktor ist, sollte auch vermieden werden. Man weiß, dass geistige und körperliche Aktivität positiv sind und das Risiko verringern, Alzheimer krank zu werden. Und man kann versuchen, weitere Risikofaktoren zu vermeiden, zum Beispiel versuchen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu vermeiden. Auch Rauchen ist ein Risikofaktor. Es wird immer wieder diskutiert, wir hatten letzte Woche gerade wieder eine Fernsehsender bei uns gehabt, dass Aluminium zum Beispiel eine Rolle als Risikofaktor spielt. Heute kann man davon ausgehen, dass das nicht der Fall ist, nicht für die Alzheimer'sche Erkrankung. Was aber trotzdem nicht dagegen spricht, zum Beispiel vorsichtig umzugehen, wenn man mit salzhaltigen und sauren Lebensmitteln hantiert, dass man die nicht unbedingt in Aluminiumfolie verpacken sollte. Aber bezogen auf einen direkten Zusammenhang mit der Alzheimer'schen Erkrankung geben heute die meisten Alzheimer-Forschung bezüglich Aluminium Entwarnung. Aber das sind genau die Punkte, die hier modifizierend wirken können. Ich möchte damit enden, eine kurze Zusammenfassung Ihnen zu geben. Ich habe Ihnen die Amyloid-Kaskaden-Hypothese vorgestellt. Diese gibt eine erste schlüssige Beschreibung, wie die molekularen Veränderungen bei der Alzheimer-Erkrankung zusammenhängen. Ich habe auch versucht zu entwickeln, dass viele wesentlichen Fragen, die aber therapeutische Ansatzpunkte liefern könnten, noch offen sind. Und das sind die Fragen, die Grundlagenforschung benötigen, auch um unorthodoxe Forschungsarbeiten zu unterstützen. Viel, was am Anfang nicht offensichtlich war, dass es in irgendeiner Form relevant ist und helfen könnte, hat sich später als sehr wichtig herausgestellt. Zum Beispiel auch diese Technik, die Mäuse oder einzelne Nervenzellen in Mäuse grün zu halten. Dieses grüne Protein kommt ursprünglich aus einer Qualle. Und die ersten Forscher, die sich dafür interessiert haben, warum diese Qualle grün ist, die wurden für verrückt gehalten. Und heute ist das ein absolut wichtiges Instrument, um solche Fragestellungen, wie ich sie heute hier versucht habe zu entwickeln, zu adressieren, experimentell zu adressieren. Was hilft gegen den Verfall? Kurz, alles, was gesund ist, würde ich im Moment sagen. Das wurde auch kürzlich in einem Artikel in der Zeit zum Ausdruck gebracht. Mit der Schrotflinte gegen die Demenz, Hirntraining, Sport, Ernährung, was hilft gegen den Verfall? Alles, auch Sport im Alter hält das Gehirn fit. Wir versuchen auch das wieder in einem Modell nachzuahmen, in unserem Mausmodell nachzuahmen. Das können Sie hier sehen. Die Mäuse sind hier unter Rotlicht gefilmt worden, um sie nicht zu stören. Was Sie sehen können, wir haben hinten hier ein Laufrad. Sie werden in Kleingruppen gehalten, um für soziale Kontakte zu sorgen. Und wir haben tatsächlich herausgefunden und wir arbeiten weiter daran, dass diese Haltungsbedingungen, diese anregenden Haltungsbedingungen dazu führen, dass weniger Defizite auftreten, dass weniger Verluste an synaptischen Kontakten auftreten und es dabei auch keine Rolle spielt, wann mit diesem sogenannten Enrichment gestartet wird. Das kann man auch noch bei sehr alten Mäusen tun und auch dann ist es noch ausgesprochen hilfreich. Damit bin ich formell am Ende, aber bin offen für Fragen. Aber erstmal besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.